Da sind wir wieder in unserem schönen Knast, der noch natürlich besteht. Ich habe mir auch überlegt, wir sind ja schon bei Folge 99, glaube ich, oder 98 oder irgendwo da in dem Dreh. Dass es jetzt so kurz vor 100 auch keinen Sinn macht, noch ein neues Gefängnis aufzumachen. Sondern ich mache das anders. Wir machen hiermit unsere 100. Folge noch voll. Dann hoffe ich, dass bis dorthin eine Alpha 16 raus ist. Und dann starten wir dann mit einer Alpha 16 neu durch. Und gucken mal, was da so passiert. Eventuell verkaufe ich dieses Gefängnis, nehme das Geld mit in der Alpha 16 Map. Wir haben es uns ja reglich verdient. Wobei die Frage ist, mal gucken, ob sie das wieder zurückgesetzt haben. Das ist unglaublich. Abspeichern und wiederladen reicht aus, dass man hier den Mörder auch wieder ausgeglichen hat. So, unterm Strich. Ja, also so 850.000 ist ja momentan der Gefängnis wert und wir schauen dann einfach mal. Also das Geld haben wir uns ja verdient durch Aufbau. Ihr habt das ja gesehen, gecheatet wurde dabei ja nicht. Und ich bin dann auch am Überlegen, ob ich es verkaufen soll und mitnehmen soll oder wie ich das mache. Es kann auch sein, dass ich mir da so eine Regel selbst auferlegt. Das heißt, dass ich es verkaufe, dass ich die 850.000 mitnehme oder ich sage, für 100.000 bauen wir ein Startgefängnis und nur wenn es Geld knapp wird. Das ist so die finanzielle Sicherheit. Sagt mal, bei denen da unten sind so viele Daten bekannt. Ist der released? Working, released und so weiter. Das ist irgendwie alles. Keine Ahnung. Ja, komm, hau ab. Eine Flucht stellt das wohl nicht dar. So. Der ist auch released, oder? Das ist, also dieses Problem ist, dass die immer so einfach da so rausspazieren. Man sieht das nicht wirklich gut. Ja, released. Working und released. Das heißt, er wird als Arbeiter geführt, aber ist eigentlich ja released. Das erklärt natürlich auch viel, was ich so noch nicht gesehen habe und noch nicht gewusst habe. So, nicht wundern, dass die Folgen ein bisschen kürzer werden. Ich habe heute nehme ich, glaube eine halbe Stunde auf, aber ich bringe nur eine Viertelstunde als Video und mache aus der halben Stunde zwei Parts, weil ich anders einen kompletten Tag ausfallen lassen müsste. Das habe ich mit Körbel auch schon gemacht, weil bei mir kurzfristig ein Termin jetzt dazwischen kam, was so ursprünglich nicht geplant war. Ich hatte Körbel schon aufgenommen, halbe Stunde, wollte das ein Part hochladen und ja, dann kam eben ein kurzfristiger, wichtiger Termin dazwischen und deshalb werde ich das jetzt alles strecken, so ein bisschen. Dass ich am zweiten Tag auch Videos habe, obwohl ich dann nicht aufnehmen kann. Ich muss jetzt leider den Weg gehen oder ich muss sagen, okay, ich bringe heute eine halbe Stunde, also wenn ihr das jetzt guckt, das ist dann eine halbe Stunde Part und morgen kommt nichts. Kann ich auch machen. Ja, das ist die andere Alternative dazu. Aber ich habe mich entschieden, das dann doch besser so zu machen. Macht mehr Sinn. So habt ihr erstens einen Tag auch was zu gucken. Zweitens habe ich mal den Test, wie so ein 15-Minuten-Video, wenn es geplant ist, läuft. Ich habe da ja im Background noch ein paar Daten, die ich dann da mal abgleichen kann. Und zweitens kommt dazu, da geht's böse ab schon wieder mit Alarm. Ja, wir haben schon wieder nur 88 Gefangene. Das ist ja ein Drama. Wann kommen mal Gefangene dazu? Wir wollen hier ein schönes, volles Gefängnis haben. Das kriegen wir aber nicht hin. Oha. Ja, also wo ich gerade am erzählen, also ich habe da halt ein paar Informationen, die zusätzlich sind halt im Backend, also ohne Name. Ich sehe nicht, wer da Videos guckt oder so, keine Angst, sondern ich sehe halt nur so, wie lang wurde so ein Video generell geschaut. Ja, bei 20 Minuten werden bei mir in der Regel so 5 bis 6 Minuten geschaut, wo ich mir dann die Frage stelle, okay, und die andere Zeit? Vielleicht kommt so das ein oder andere Kommentar ja zustande, dass ich hier drin was erwähne und dann wird im Kommentar geschrieben, wusstest du eigentlich das? Das kann ich mir so vielleicht erklären, dass da drin rumgeklickt wird. Aber ich meine, gut, habe ich Verständnis für. Ist halt so.
nur da noch ein bisschen Erkenntnis gewinnen. Also das ist ein Vorteil, den ich dann habe aus dem morgigen Tag. Und des Weiteren habe ich den Vorteil, dass ich eben täglich release, und das ist halt für YouTube interessant. Das ist ein komplizierter Prozess, den ich jetzt hier nicht länger erklären will oder näher erklären will, aber eine gewisse Regelmäßigkeit ist auf YouTube eben auch wichtig, damit YouTube reagiert und sagt, oh, der macht regelmäßigen Content, das meine ich damit. Und ja, so decke ich da mehrere Dinge eben auf einen Schwung ab. Und ihr habt 2 Tage lang was zu sehen. Ist ja auch nicht schlecht. So, ansonsten haben wir hier scheinbar wieder alles so im Griff. Trotz der schwerst, schwerst, schwerst Kriminellen läuft das Ganze bis jetzt ganz gut. Die sind irgendwie momentan nicht an Problemlösungen à la ich hab Hunger, hab nichts zu essen, du tot. Daran sind die wohl momentan noch nicht interessiert. Wir stellen fest, dass immer noch viel geklaut wird. Da wird sich wahrscheinlich so schnell auch nichts dran ändern. Da bin ich mal gespannt, wie der ganze Kram hier weiterläuft. So, Stuff ist wieder exused. Ist hier irgendwo irgendwas passiert, was ich wieder. Ne, das ist einfach nur der Nachhall, dass die da Werkzeuge und Krams eingesteckt haben. Es ist auch so, dass die bei der Durchsuchung, so sehe ich es zumindest, die Werkzeuge, die sie zum Arbeiten brauchen, hinlegen. Dann werden die durchsucht und dann wird eben noch ein Werkzeug gefunden, was die irgendwo in der Tasche versteckt hatten. Ich glaube nicht, dass das die Werkzeuge sind, mit denen die gerade arbeiten. Tja, irgendeiner schleicht da rum, ich weiß gar nicht warum. Der soll eigentlich eine Workshop-Press machen. Und aus irgendeinem Grund schleicht er da durch die Gegend und trollt sich jetzt Richtung Ausgang. Ist das einer von denen, der entlassen wurde? Tom Miller? Jo, der ist entlassen. Wenn du der bist, genau, Nathan Ort, dann bist auch du entlassen, dann dürft ihr gerne gehen, habe ich kein Problem mit. Werden immer weniger hier im Gefängnis. Irgendwann müssen wir zumachen. Weil keine Gefangenen mehr da sind. Das ist der Albtraum eines jeden Gefängnisdirektors, der sein Gefängnis wirtschaftlich betreiben will. Dass es keine Verbrechen mehr gibt und keine Gefangenen mehr da sind. Und wir dann zumachen müssen, weil keiner mehr Kriminelle ist. Das wäre ja ein Drama. Also nee, das geht mal wirklich nicht. Würde mich ja mal interessieren, ob der ein oder andere Kriminelle sagt, naja, ich muss kriminell sein, dass wenn sie mich erwischen, im Gefängnis war, der auch einen Job hat. Das ist ja eine Win-Win-Situation. Also es würde mich echt mal interessieren, ob mancher so denkt. Wäre schon makaber. So, wir haben die Zeit auf Maximum laufen, dass hier noch ein bisschen was passiert. Wir sind am 25. Tag unserer tollen Aufbauaktion und das ist natürlich was, das ist, das ging halt nur so schnell, weil wir hier mit 750.000 angerückt sind und haben dann alles da reingepackt, was wir reinpacken konnten an Kohle und an Layout und an Rooms und an allen Sachen, die wir da halt gemacht haben, aufgrund der Tatsache, weil wir eben das Geld hatten. Irgendwie habe ich so das Gefühl, wir kriegen nicht genug Essen zusammen. Oder? Kriegen wir heute alle satt oder nicht? Ja, ich mache mir schon wieder viel zu viel Gedanken. Am Schluss haben die wahrscheinlich wieder mehr Essen produziert, wie wir Gefangene haben, die was essen können. Weil die haben jetzt erstmal Freizeit. Und da geht schon wieder bös her mit die. Da unten alles blinkt rot. Ja, da werden schon wieder Waffen und Werkzeuge aus dem Verkehr gezogen. Na, eigentlich ist rot sind Werkzeuge, ne?
Ausbruchstools sozusagen. Hier fliegen überall Nummernschilder rum. Von der groben Einschätzung her geben das heute keine 30.000. Obwohl, man darf die Tische hier nicht unterschätzen. Da liegt ja auch noch ein bisschen was drauf. Also diese Workshop-Press und so weiter. Und im Flur liegen auch noch welche. Ja, wohl, es könnte knapp werden. Es könnte knapp werden. Schauen wir mal. 12 Uhr ist ja nicht mehr so lang hin. Es ist halt wirklich hier die große Frage, die ich mir stelle. Was ich noch irgendwie Sinnvolles tun könnte. Um noch ein bisschen Geld auszugeben. Aber momentan ist es irgendwie wirklich so, dass ich habe nichts Sinnvolles zu tun. Ich könnte vielleicht noch ein paar Kameras anbringen, aber noch einen Workshop aufmachen bringt es auch nicht. So viele Gefangene haben wir nicht. Wir könnten einen vierten Workshop aufmachen, aber wir haben keine Gefangenen, die ihn betreiben würden. Ja, da wirst du echt crazy hier. Da unten sitzen nur noch viele Leute in Einzelhaft. Weil sie ständig irgendwas mitgehen lassen. Hier ein Löffel, da eine Gabel, da eine Säge. So, ja, eigentlich sollen sie ja duschen, aber keiner duscht. Doch, da duschen jetzt ein paar. Ja, war ein böses Missgeschick, was mir das letzt passiert ist, dass das Wasser rausgelaufen ist. Und die Putzfrau, die es aufputzen wollte, oder der Hausmeister, das aufputzen wollte, der wischt das Wasser weg, wo Strom drauf ist, und es macht Batsch, und er fällt tot um. So, jetzt wird geschauert, jetzt wird gegessen, jetzt rennen die da wieder aus allen Löchern raus. Das ist eigentlich Chaos. Und dann geht's in einer Karawane rüber und dann wieder hier an die Essensausgabe. Und ihr seht schon, wie das hier vorangeht. Das rast hier voran. Der grüne Balken wird immer größer, der rote nimmt immer weiter ab. Und dann haben wir wieder einen entdeckt, der hier jetzt noch einen Löffel einsteckt. Also ihr seid doch bescheuert. Ich würde erst mal essen und dann versuchen, einen Löffel zu klauen oder so. Nicht einen Löffel klauen und dann erst essen gehen. Es führt nämlich nur dazu, dass ich nichts zu essen kriege und wieder in die Zelle zurückwandere. Das ist unlogisch. Ja, und hier werden jede Menge Leute durch die Räume geführt. Und jetzt ist Schlafenszeit. Das heißt, wer jetzt aus der Einzelhaft kommt, kriegt nichts mehr zu essen. Dumm gelaufen. Man sollte mal überdenken, ob man da vielleicht nicht das Klauen einstellt. Aber nein, unbelehrbar sind wieder tausende Löffel hier in irgendwelche Taschen gewandert und unsere Wächter haben wieder alle Hände voll zu tun, die einzuziehen. Das muss ich nicht verstehen. Ist aber auch egal, gleich haben wir 12 Uhr, dann gibt's groß Cash, dann machen wir einmal einen schönen Reibach und dann haben wir schon wieder einen neuen Tag und da kommen wieder neue Gefangene und ich hoffe, es werden nicht zu viele entlassen. 4 Stück sollen aber gehen dürfen wieder. Das heißt, wir haben dann nur 5 mehr, wenn dann noch ein paar dazukommen. Ja, so, 32.890 dazu, wir haben wieder 228.000. Wie sieht's hier unten im Value aus? Auch 30.000 plus. Fehlt nicht mehr viel. Nur ein bisschen Bargeld zusammentreiben, dann haben wir einen Millionenknast. Wie gesagt, was ich noch bauen könnte, das ergibt nichts Sinn. Ich habe echt alles überlegt, was ich noch bauen könnte. Es ergibt einfach keinen Sinn derzeit. Und ich bin momentan hauptsächlich am Gucken, so wann kommt die Alpha 16. Ich warte da drauf und
und hoffe, dass er bald erscheint, aber ich habe so die Befürchtung, es tut er nicht. Naja. So. Ich sitze hier und bin echt, also ich denke stark drüber nach, was könnte ich irgendwie machen? Irgendwas Sinnvolles noch. Was haben wir nicht? Was haben wir? Hier den Hof könnten wir uns mal angucken. Wo haben wir denn? Da sind sie doch. Machen wir die Gefangenen noch ein bisschen stärker, dass sie die Wächter schneller besiegen können. So, das habe ich jetzt mehr aus Langeweile gebaut. Ja, neuer Knast wird dringend nötig. Ich glaube, das sind auch die letzten beiden Folgen, die ich da mache heute. Also sprich, hundert werden wir vermutlich nicht erreichen. Ich glaube, die nächste hat zwar eine 1 drin und zwei Nullen, aber die ist dann. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich will nämlich dann auch eine neue Playlist und alles anfangen. Und deshalb bin ich auch am Überlegen, ob ich das Gefängnis so wie es ist zum Download bereitstelle, dass ihr praktisch verkaufen könnt oder weiterspielen könnt und könnt die Kohle einsacken und könnt dann ein schönes Gefängnis bauen und ich nochmal komplett von unten start mit 10.000 und den Grants und so weiter. Ich bin da immer noch hin und her gerissen. Soll ich verkaufen? Oder soll ich es verkaufen und soll mit dem ganzen Geld rübergehen, aber trotzdem nur mit 100.000 bauen? Sind ja alles so Optionen, die man sich da so selbst stecken kann.